Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bilde mir nicht ein, die Mehrheit für dieses Gesetz in diesem Hause mit einer Rede noch zu verändern. Hat sich da Alexanders Realitätssinn aus Versehen gegen die gewaltige Schwurbelmasse in seinem Kopf durchgesetzt? Und wenn ich da bis jetzt Zweifel gehabt habe, hat die Rede von Herrn Brinkhaus mir deutlich gemacht, dass die Regierenden nicht bereit sind, irgendetwas einzusehen. Zu festgezurrt, Herr Brinkhaus, ist der Wille der Regierenden, mit untauglichen Mitteln die Pandemie zu bekämpfen. Kritisieren kann jeder. Was sind deine Alternativen zu den Beschlüssen der Regierung, Alexander? Habt ihr alten Naiven, die Deutschland ficken wollen, denn eine praktikable Lösung, die die Pandemie schneller und effektiver beenden kann? Als das Einreden der Opposition, die ja nicht nur von uns kommen, ihren Angriff auf die Freiheitsrechte, den Föderalismus wie den gesunden Menschenverstand noch stoppen können. Und welche Freiheitsrechte sollen das bitteschön sein, Alexander? Es gibt kein Recht auf andere infizieren dürfen. Das sollte selbst ein Abgeordneter der AfD wissen. Wenn der Kollege Brinkhaus, wie am Freitag geschehen, Gegenargumente des Kollegen Lindner als politische Profilierung auf Kosten von Kranken und Toten bezeichnet, ist jede sachliche Auseinandersetzung zu Ende. Dass Christian Lindner sich laufend auf Kosten anderer, zuletzt Linda Teuteberg, profiliert, ist keine weltbewegende Neuigkeit. Das war schon immer so und wird sich kaum ändern, solange Christian unter den Lebenden weilt. Und das Moralisieren an die Stelle von Politik getreten, Herr Brinkhaus. Merken Sie sich das bitte mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ralf wenig Interesse an dem haben dürfte, was ein Alexander Gauland von sich gibt, wenn der Tag sich mal wieder so richtig langweilig dahin zieht und das Bier schon wieder warm und schal geworden ist. Sie stecken in Ihren Schützengräben fest und werfen der Opposition Destruktion vor. Als ob die Zerstörung unserer Demokratie nicht das erklärte Ziel der AfD wäre. Sagte nicht schon euer Sprecher Christian Lüth, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD? Aber diese Destruktion geht von jenen aus, die in der Impfstoffbeschaffung versagt haben. Kausalität, Alexander, Kausalität. Wo, bitteschön, ist der Zusammenhang zwischen dem reaktionären Umsturzplänen der AfD und der Impfstoffbeschaffung? Die ihre multilaterale Europa-Ideologie wichtiger nehmen als den Lebensschutz der vielen, die auf den Eid der Bundeskanzlerin vertraut haben, Schaden von diesem Volke abzuwenden, Frau Bundeskanzlerin. Mal Tacheles, Alexander. Du bist hier gerade dabei, gegen den Schutz der Bevölkerung zu stänkern, den du innerhalb derselben Rede an anderer Stelle forderst. Das ist schizophren. Zudem erschließt sich mir nicht, worin der kausale Zusammenhang zwischen dem Schutz der Bevölkerung vor einer Pandemie und der EU-feindlichen Agenda der AfD bestehen soll. Statt Impfstoff zu beschaffen, wo immer es welchen zu beschaffen gibt, ganz gleich, welche geopolitischen Verwerfungen damit verbunden sind. Da erschlägt einen die egozentrische Ader der AfD mal wieder. Wir zuerst, und wenn dafür andere verrecken müssen oder unser Staat vertragsbrüchig wird, uns geht das am allerwertesten vorbei, solange es uns dadurch besser als den anderen geht. Damit Hausärzte, Betriebsärzte und wer auch immer dazu in der Lage ist, Patienten zu impfen. Dieser unvollendete Satzteil ist nicht durch meinen Schnitt entstanden. Das ist das von mir nicht manipulierte Original. Sieh den angebundenen Text der Rede. Wollen Sie das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Freiheitsrechte des Grundgesetzes einschränken?
Welch ein Unfug! Die von den Demokratiefeinden ad nauseam beschworenen Grundrechte haben selbst im Grundgesetz oft den Zusatz: Näheres bestimmt ein Gesetz. Es kann nun einmal nicht jeder jedes tun und lassen, was er es sie gerade will, ohne die Grundrechte der anderen Bürger um es ihn sie herum zu respektieren und zu wahren. Nein, das ist kein Quatsch, das ist Tatsache. Ständiges Wiederholen werden falsche Aussagen auch nicht wahrer. Und statt so viel wie möglich Bewegung an frischer Luft zu ermöglichen, wie es Immunologen und Aerosolforscher empfehlen. Tun Sie das? Man sollte Studien nicht nur bis zu dem Satz lesen, der die eigene Meinung bestätigt, sondern immer in ihrer Gesamtheit zur Kenntnis nehmen. Wird aufgrund einer Inzidenz, die jederzeit manipulierbar ist. Na dann erzähl uns mal, wie der unglaubliche Alexander für gewöhnlich Inzidenzen manipuliert. Sich blöde Verschwörungen ausdenken kann jeder. Sie praktisch nachweisen kann keiner. Das öffentliche Leben stillgestellt. Was Sie zu Beginn versäumt haben, sollen nun Beschränkungen zu Lasten der Menschen richten. Und was genau haben diese ominösen Sie versäumt, respektive welche praxistauglichen Konzepte hat die AfD denn im Ärmel stecken, die der Pandemie besser Herr würden als die aktuelle Vorgehensweise? Was das an Kollateralschäden für die Gesellschaft bedeutet, hat meine Kollegin Weidel bei der Einbringung dieses Gesetzes dargestellt. Sprich, das Alice hat sich in epischer Länge über Dinge ausgelassen, von denen es nicht den Hauch einer Ahnung hat und uns dazu auch keine brauchbaren Vorschläge zur Verbesserung der Situation vorgelegt. Welch hilfreiche Einlassung! Mir bleibt nur warnend darauf hinzuweisen, dass hier ein Experiment ausprobiert wird, von dem manche hoffen, man könne es bei anderen Gelegenheiten wiederholen. Ach Alexander, lern bitte Deutsch. Experimente werden nicht ausprobiert, sondern durchgeführt. Sollte selbst der OP Gauland mit den Dackelkrawatten wissen. Wenn die Bundeskanzlerin davon spricht, dass mit dem Virus nicht zu verhandeln ist, so werden wir bald hören, dass auch mit dem Klima nicht zu verhandeln ist. Was für jeden normalen Menschen auf der Hand liegt. Nur die Klimaleugner von der AfD haben so ihre Probleme mit weltweit bestätigten Fakten. Und die Einschränkungen von heute auch für die schöne neue Welt von morgen taugen. Meine Damen und Herren, der Publizist Heribert Brandl, weiß Gott kein Freund der AfD, sagt, er fürchte, dass die aktuellen Grundrechtseinschränkungen als Blaupause verwendet werden für das nächste Virus, für den nächsten Katastrophenfall. Genau das hat Heribert Brandl nicht geschrieben. Der Originaltext lautet: Wird die Corona-Krise zur Blaupause für das Handeln in echten oder vermeintlichen Extremsituationen? Das ist meilenweit weg vom Gaulandschen Auslegungsversuch. Denn wo man nicht verhandeln kann, gibt es nur eine einzige Sprache der Entschlossenheit. Soll ich das jetzt als Aufruf zu Straftaten werden? Oder plädiert unser Alexander hier für eine Politik der Zögerlichkeit und Unentschlossenheit, wie wir sie seit Monaten in der BRD erleben? Schließlich geht es immer ums Ganze, um die Weltgesundheit, das Weltklima, eben das Überleben der Menschheit. Richtig, es geht einmal mehr um das Überleben unserer Spezies, die es dank solcher Politiker wie dir fast geschafft hat, diesen Planeten vollständig zu zerstören, die auch nicht davor zurückschrecken, für den Profit weniger das Leben aller aufs Spiel zu setzen.
dann kann man endlich aufhören, gesellschaftliche Ziele und die politischen Wege dorthin in den Parlamenten, in der Öffentlichkeit zu diskutieren und stattdessen gleich zur Tat schreiten, was Sie mit dem Gesetz ja auch tun. Ach Alexander, du hast das Wesen unserer Demokratie nicht verstanden. Die gewählte Regierung erlässt nun einmal Gesetze, die das Zusammenleben aller Menschen im Land regeln. Das ist weder verwerflich noch böse, sondern gelebte Demokratie. Im Grunde lassen sich für jeden Bereich, für fast jeden Bereich der Politik Inzidenzen, Quoten oder Zielwerte festlegen, deren Erreichen entschlossene und vor allem unverhandelbare Maßnahmen erforderlich machen. Wir werden uns bei der Klimapolitik wiedersehen. Was zu befürchten ist, da die AfD auch bei der nächsten Bundestagswahl leider über die 5%-Hürde kommen wird. Dass ihre Abgeordneten schon allein aus Prinzip gegen jegliche rationale Entscheidung, die den Menschen hilft, ihre Stimme erheben werden, ist ebenso abzusehen. An die Stelle der langwierigen politischen Willensbildung im Kleinen tritt die objektive Notwendigkeit entschlossenen Handelns im Großen. Ja, Alexander, sofern es nicht um Honigkuchenpferdchen oder Windeln geht, machen normale Menschen das so. Nennt sich Politik und wird seit Jahrtausenden in dieser oder jener Form praktiziert. Und die altmodische Trennung von Regierung und Opposition verwandelt sich in den scharfen Gegensatz von Vernünftigen und Querulanten. Sollte das nicht in Entscheidungsträger und Leute, die keine Verantwortung übernehmen müssen, da sie nicht regieren, heißen? In der Opposition lässt es sich trefflich schimpfen, wenn man für sein Handeln keinerlei Konsequenzen übernehmen muss. Aber die, die da draußen protestieren, sind nicht alles Querulanten. Richtig. Es sind Straftäter, die Landfriedensbruch begehen, sich nicht an die geltenden Gesetze und Regeln halten und die Gesundheit ihrer Mitmenschen mit Vorsatz gefährden. Sie können nicht das halbe Volk zu Querulanten machen, meine Damen und Herren. Oh Alexander, 5000 Straftäter sind nicht einmal ansatzweise die Hälfte der 83 Millionen in der BRD lebenden Staatsbürger. Aber genau das, die Einschränkung unserer Grundrechte für wie auch immer begründete hehre politische Ziele, wollten wir nach den Erfahrungen zweier Diktaturen in der deutschen Geschichte nie mehr zulassen. Tun wir das denn, wenn unsere in freien Wahlen gewählte Regierung Gesetze zum Schutz aller Menschen in diesem Land erlässt? Ist das nicht eher Ausdruck einer funktionierenden Demokratie? Meine Damen und Herren, die Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Wie bitte? Der Staat sind wir alle. Wozu sollen wir uns so etwas wie Abwehrrechte gegen uns selbst gewähren? Es wäre doch widersinnig, erließe der Bürger Gesetze gegen sich selbst. Der Staat ist immer übergriffig. Das ist seine Natur. Was für ein abstruses Weltbild. Warum sollte ein Staat übergriffig sein? Das Dritte Reich und die DDR, in denen es so etwas einmal gab, sind schon lange Geschichte. Deswegen wurden die Grundrechte geschaffen. Die Grundrechte stehen nicht, noch nicht, unter Pandemie- und Klimavorbehalt. Ein Blick in unser Grundgesetz hätte genügt, um festzustellen, dass in vielen Artikeln Näheres regelt ein Gesetz steht. Das haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht geschrieben, weil ihnen dazu nichts weiter eingefallen ist, sondern weil ein spezifisches Gesetz regeln muss, wo dies zugebilligte Grundrecht das gleichfalls zugebilligte Grundrecht eines anderen Menschen verletzt und welche Prioritäten hier zu setzen sind. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn ich Ihre Argumentation sehe, weiß ich, dass es nicht so bleiben wird.
Unser Grundgesetz ist kein externer Zwang zu rücksichtslosem Egoismus, sondern eine Anleitung zu verantwortungsbewusstem und rücksichtsvollem Verhalten seinen Mitmenschen gegenüber. Deshalb ist dieses Gesetz ein Tabubruch. Nö, Alexander, die Tabubrüche begehst du, deine Partei und euer neues Schwerdenker-Klientel. Ihr seid die antidemokratischen Kräfte in diesem Land, auch wenn ihr momentan zu schwach seid, hier in der BRD wirklichen Schaden anrichten zu können. Auch wenn sie versucht haben, die Giftzähne am Ende ein wenig abzuschleifen und den Bundestag nicht ganz außen vor zu lassen. Ach Alexander, du hast unsere Demokratie wirklich nicht verstanden. Wer eine regierungsfähige Mehrheit hat, kann Gesetze verabschieden, ohne dass die Opposition das beeinflussen könnte. Das nennt man parlamentarische Demokratie. Meine Damen und Herren, die Belastung und Überlastung des Gesundheitssystems wäre ein richtigerer Maßstab politischen Handelns als die nur vorgebliche objektive Inzidenz. Korrelation, Alexander, Korrelation. Beides hängt kausal miteinander zusammen. Das eine bedingt das andere und das andere folgt aus dem einen. Allerdings für die Frage, in welcher Ordnung wir leben wollen, taugt er so wenig wie die magische 100 oder 165 oder 200 Ihres Gesetzes. Die Bürger müssen aber vor dem Virus geschützt werden. Und die Zahlen spielen dabei nur die Rolle des Entscheidungsträgers, der private Marscheleien objektiv ausschließt. Deswegen lehnen wir das Gesetz ab. Die AfD lehnt doch alles ab, was dem Wohle der Menschen in unserem Land dienlich wäre. Es war also völlig unnötig, das nochmal extra explizit zu betonen. Und Herr Brinkhaus, das ist eine politische Auseinandersetzung. Mit dem Wort von der Fratze haben Sie sich selber dekouvriert. Seit wann ist es ehrenrührig, die AfD als braune Partei zu bezeichnen? Wenn solche Debatten geführt werden, wie Sie sie führen, hat das mit Politik nichts mehr zu tun. Es ist nur noch Moralklapperei. Und hat damit das Monopol der AfD auf Hassreden verletzt? Ich bedanke mich. Nicht zu danken, Alexander. Wir werden den Inhalt deiner Hasspredigt in ein paar Sekunden sowieso wieder vergessen haben.